Bauarbeiten verzögern sich. Die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke in der Straße Jung dauern länger. Die Unterführung wird dadurch auch morgen Nacht gesperrt. Autos und die Nachtlinien von Cottbusverkehr müssen zwischen 21.15 Uhr und 4.15 Uhr Umwege fahren. Modellstadt auf dem Altmarkt. Cottbus ist seit heute in der Innenstadt im Kleinformat betoniert. Die Abbildung ist eine Spende vom Lions Club. Touristen können sich so den Stadtkern besser veranschaulichen. Die Schriftzüge sind auch in Blindenschrift geschrieben. Die erste Stadtführung für Sehbehinderte ist für Anfang Juni geplant. Gegen Diebstahl. Auf dem Gelände der Polizeidirektion Süd können morgen die Fahrräder kodiert werden. Das Ganze passiert zwischen 13 und 17 Uhr. Der Personalausweis und der Eigentumsnachweis müssen mitgebracht werden. Kinder brauchen eine Einverständniserklärung durch die Eltern. In Cottbus wurden im letzten Jahr über 1.500 Fahrräder geklaut.